seine Bücher. Ich kann ihn aus meinem, ein bisschen, Frau von Spreti hat das ja so ein bisschen angefangen, aus meinem Privatleben auch erzählen. Ich bin früher sehr gerne Umwege gefahren. Früher absichtlich, heute ehrlich gesagt häufig auch unabsichtlich. Und wenn dann meine Beifahrerin, mein Beifahrer sich ein bisschen darüber aufgeregt haben, habe ich immer gesagt, aber Umwege machen doch landschaftskundig. Und ich weiß das, so habe ich das dann rationalisiert. Ich hatte nämlich früher dieses Buch Biologie der Angst gelesen und da war das doch so, diese Szene, wo man auf einen Hügel steigt und dann herunterschaut, sozusagen aus der Metaebene und sieht, da gibt es diese breiten Straßen, die man dann jeden Tag fährt, aber dann gibt es auch noch diese anderen Wege, die man nicht so häufig fährt und manche vielleicht sogar kleiner, wo so ein Gras drüber wächst und es lohnt sich doch alles immer zu befahren. Plastizität des Hirns und was man dann alles gefunden hat. Aber wer das alles gefunden hat und wer das erste Mal, vielleicht nicht das erste Mal, aber für mich das erste Mal beschrieben hat, das war Herr Gerald Hüther in seinem Buch Biologie der Angst. Ich glaube, das ist, so wie er mir eben sagte, 1995 erschienen und wird jetzt immer noch zum Bestseller. Also es scheint auch von der Schreibweise her und Verständlichkeit richtig gut im Rennen zu sein. Gut, aber jetzt, Sie sehen, wir haben die Vorhänge aufgemacht. Der Vortrag von Herrn Hüther heißt jetzt, wie viel Außenorientierung verträgt das Hirn? Und es ist auch eine Möglichkeit zu schauen, wie die Grenzen, so heißt der Vortrag, die Grenzen der Selbstdarstellung und Selbstverwirklichung angelegt sind. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag, Herr Hüther, und bitte Sie nach vorne. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir bei solchem tollen Wetter die Gelegenheit haben, ein bisschen über Hirnforschung, Psychotherapie und das Leben im Allgemeinen zu plaudern. Sie wissen, dass in der Hirnforschung in den letzten Jahren richtig viel passiert ist. Das ist auch richtig spannend, was da alles mithilfe dieser neuen bildgebenden Verfahren sichtbar gemacht werden konnte. Wenn Menschen irgendwas Bestimmtes, wenn sie eine Bewegung durchführen, wenn sie was Bestimmtes denken, wenn in ihrem Kopf irgendetwas vorgeht, kann man dann immer diese Bilder erzeugen, mit denen man sichtbar macht, wo im Hirn es flackert, wenn man was Bestimmtes macht. Und vor kurzem erschien dann auch einmal ein Beitrag, der das Ganze so ein bisschen wieder auf die Füße gestellt hat. Und da hatte ein Wissenschaftler aus England einen toten Lachs in den Scanner gelegt und hat dann die Hirnflackerbilder des toten Lachses dargestellt. Natürlich, und das sehen Sie, das sollte eigentlich, er wollte damit zeigen, dass jeder Wissenschaftler, auch jeder Hirnforscher, eine bestimmte Vorstellung im Kopf hat, was im Hirn eines Lachses oder eines Menschen vor sich geht. Und entsprechend dieser Vorstellung legt er dann auch die Bedingungen fest, unter denen er seine Messung durchführt. Also die Messung per se ist immer objektiv. Da können Sie nicht dran wackeln. Also das, was die da finden, ist immer objektiv. Aber dass sich einer überhaupt einen Lachs aussucht und dazu noch einen Toten, dass er den dann in den Scanner legt und nicht noch eine elektrophysiologische Ableitung von ihm macht oder irgendwas anderes oder dass er ihn vielleicht auch mal einfach schwimmen lässt, dass er dann die Messdaten auf eine ganz bestimmte Art und Weise benutzt, um damit etwas zu generieren, was dann so aussieht, als ob der Lachs noch lebte und sogar noch Hirnströme hätte und neuronale Aktivierungsmuster in seinem Hirn erzeugen könne und dass das dann am Ende auch noch publiziert wird, das ist alles sehr subjektiv. Das heißt, Hirnforschung per se nützt uns wenig, weil damit kann man im Grunde genommen alles beweisen. Und deshalb muss man wahrscheinlich schon jedes Mal genau gucken, was für einen Hirnforscher man da so hat, der einem da was erzählt. Und das sehen Sie dann, dass die verschiedenen Hirnforscher dieselben Befunde auf ganz unterschiedliche Weise interpretieren. Und dieser Kollege, den ich da so bewundere mit seinem toten Lachs,
Der hat einfach mal den anderen Hirnforschern zeigen wollen, dass wenn er nur die Schwelle seines Signals, was er von diesem Hirn da ableitet in diesem Computertomographen, wenn er die Schwelle tief genug absenkt, gibt es auch im Hirn eines toten Lachses noch sozusagen Magnetresonanzunterschiede, die man aufzeichnen kann, aus denen man Bilder produzieren kann und wo dann jeder außen den Eindruck hätte, der Lachs würde noch leben und hätte auch noch ein intaktes Hirn, mit dem er das eine oder andere denkt oder jedenfalls lachsmäßig im Hirn verarbeitet. So, das ist vielleicht so ein erster Hinweis darauf, dass wir nicht alles so ernst nehmen müssen, was uns Wissenschaftler erzählen. Und dann gibt es noch einen zweiten Hinweis und dann komme ich gleich eigentlich zum Thema dieses heutigen Vortrages. Wir glauben auch manche Dinge, weil wir sie uns nicht erklären können. Weil wir sie uns nicht erklären können, nehmen wir dann häufig sehr einfache Erklärungen. Und eine dieser sehr, sehr einfachen Erklärungen, auch ich bleibe jetzt bei den Lachsen, weil das gerade so nett ist, ist die Tatsache, dass die Lachse, das wissen Sie ja alle, wenn die dann die Flüsse hochgeschwommen sind, um da oben abzuleichen, dass die nach dem Ableichen und der Verpaarung dann das Ableichen, oder das heißt, bei den Lachsen ist es so, dass die Weibchen die Eier ablegen und das Männchen mit seinem Rogen da drüber zieht und es sozusagen draußen befruchtet. So, das findet da irgendwo statt. Und wenn sie das gemacht haben, dann sterben sie. 3 Tage machen sie es noch in diesen Flussläufen und dann sind sie alle tot. Und das ist auch von der Natur her gut eingerichtet, weil dann diese Eltern, diese Lachseltern sozusagen vergammeln und da wachsen so schöne kleine Flohkrebse auf diesen toten Lachsen, die es da massenhaft gibt. Und von diesen kleinen Flohkrebsen ernähren sich dann die kleinen frisch geschlüpften Lächschen. So, und die schwimmen dann wieder runter ins Meer, werden da unten schön groß und wenn sie dann geschlechtsreif sind, machen sie wieder denselben Fluss hoch, den sie gekommen sind. Die können offenbar die Zusammensetzung des Wassers riechen und haben so eine Art Kindheitserinnerung, wie es dort gerochen hat, wo sie herkommen. Und diese Kindheitserinnerung wird dann wach, wenn der Geschlechtstrieb in ihnen sich regt und dann suchen die den Duft wieder, den sie schon aus ihrer Kindheit kennen und schwimmen dann diesen Bach oder diesen dicken Fluss hoch, weil es da so ein bisschen so riecht und dann riechen, gehen sie immer die richtigen Arme entlang, bis es dann immer mehr so riecht wie dort, wo sie herkommen und die ganze Zeit sind sie sozusagen mit einem festen inneren Bild unterwegs. Die wollen jetzt